Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin schon allein auf Geocaching-Tour von Familie Fähringer. Leckeres Frühstück, habt ihr ja eben gesehen. Richtung Luxemburg, um den dritten kleinen Cache zu bergen. Oha, macht Spaß. Mutti schreibt schon Postkarten an daheim. Heute letzte Etappe bis Trier. Bis gleich. Da es ja heute regnet, darf ich aus der Apotheke diese Christbaumkugel auspacken. Oha, ein Regencape. Ich glaube, das war das beste Weihnachtsgeschenk dieses Jahr. Und das alles in dieser kleinen Weihnachtsbaumkugel. Hier geht's weiter. Ja, nehmen wir mal ein Bildchen mit nach Hause. Oha, an der Sauer sind viele, viele Apfelbäume. Zwei nehme ich mir mit. Lecker. Er schwimmt dran vorbei. Er mag sie nicht. Schön geht's weiter am Ufer der Sauer durch einen Tunnel. Ein bisschen Abenteuer ist auch dabei. Gleich erreichen wir Rahlingen. Wie lang ist der denn? Gut, dass er beleuchtet ist. Entziffer mal, wie lang der war. Durch den Rahlinger Bruch aufwärts in Richtung Trier. Schön hier im Nebelwald. Gleich wird es wieder zurück auf die Straße gehen und nachher wird es städtisch. Ich genieße die letzten Wanderkilometer im Schnee der Eifel. Da kommt sie. Ab und zu muss man ja mal was kramen, ob Mütze oder Brot. Da bieten sich doch gerade diese überdachten Bushaltestellen an, wie schön die hier sind. Bei uns zu Hause sind die alle verschmiert und zerbrochen. Das ist unser Weg. Schild rum? Nein, weiter darunter. Raus. Pilgersymbole am Wegesrand. Witzige Baumstämme, kahl und doch bewachsen, Schmarotzerpflanzen. Hier runter und da wieder rauf zum Dreikönigshof. Na passt ja, übermorgen ist Heilige Drei Könige. Hier runter und da wieder rauf zum Dreikönigshof. Na passt ja, übermorgen ist Heilige Drei Könige. Einmal runter, einmal rauf. Geschafft. Und da kommt meine Mitstreiterin. Wer erkennt, was das ist? Schwere Schneewolken. Und das waren eben Windräder. Eine letzte schöne Kirche vor Trier. Trierweiler. Eine Stunde noch. Bis zum Ziel. Du
durch den Wald, runter nach Trier, noch 40 Minuten. Coole Ausblicke. Kurz vor Trier und der Mosel diese coole Wand entdeckt. Wie im Grand Canyon. In Trier, nach 8 Wandertagen. Nehmen wir jetzt hier noch eine Herberge oder rauschen wir zurück oder gehen wir noch weiter bis nach Schengen? So, nun angekommen von Köln nach Trier oder Bad Münstereifel. Laut hier, die Mosel wird uns weiterführen nach Frankreich. Mal sehen, wann es weitergeht. Kurz vor dem Bahnhof in Trier können wir hier übernachten. Heiliger Josef, wir danken dir. Ein letzter Gruß von mir. Wenn euch meine Videos zum Pilgern in Deutschland gefallen haben, gebt ihr mir gerne einen Daumen hoch. Tschüss, euer Holzi Grün. Kleine Zugabe, Porta Nigra. Letzter Weihnachtsbaum, Durchblick nach Trier. Schön hier. So, wir fahren jetzt heimwärts. Über Köln, zurück an den Niederrhein. Es war eine schöne Zeit. 8 Tage wandern von Bad Münstereifel bis Trier. 160 Kilometer ungefähr. Köln-Trier oder Trier-Köln. Das, was wir jetzt in etwa 10 Tagen insgesamt gelaufen sind, reisen wir in 5 Stunden mit der Deutschen Bundesbahn zurück.